herzlich willkommen. Heute geht es mal um die Lavendelpflanze bzw. um das ätherische Öl aus dem Lavendel. Hinter mir ist ein schöner Lavendelstrauch, da summen die Bienen, machen wahrscheinlich einen tollen Honig. Ich sitze hier in meinem Garten, freue mich jedes Jahr an meinem Lavendel, ich liebe Lavendel. Und wahrscheinlich bist du auch eine Lavendel-Liebhaberin, vielleicht aber auch nicht. Es gibt auch Menschen, die mögen den Duft gar nicht. Ja, Lavendel ist eines der bekanntesten Öle, der bekanntesten ätherischen Öle überhaupt. Es wird wahnsinnig viel nachgemacht, da muss man auch wirklich aufpassen. Aber es gibt natürlich auch sehr gute Anbieter, die eine tolle Qualität haben. Und bei dem Lavendel gibt es sehr viele Unterschiede. Einmal diese bekannte Sache, dass Lavendel halt beruhigt und Stress reduziert und beim Einschlafen helfen soll. Das kannst du erreichen, indem du Lavendel fein oder Berglavendel verwendest. Es gibt aber allerdings noch andere Lavendelpflanzen, den sogenannten Speiklavendel oder auch eine Hybridpflanze, den Lavandin-Lavendel. So, diese wiederum haben die Eigenschaft, dass sie anregen würden. Das heißt, wenn du also Lavandin oder Speiklavendel verwendest, erreichst du den genau den gegenteiligen Effekt. Dann wirst du abends nicht einschlafen, sondern noch so ein bisschen aufgeputscht werden. Welche Eigenschaften hat denn jetzt der Lavendel? Also wie gesagt, einmal ist es so dieses stresslösende, entkrampfende, beruhigende. Allerdings ist es auch etwas, das eben ein Öl, das gut bei Verletzungen verwendet werden kann. Bei Insektenstichen kannst du von Lavendel fein einen Tropfen zum Beispiel direkt auf den Insektenstich geben. Bei Verbrennungen, kleinen Flecken, also kleinen Verbrennungen, kannst du das auch machen. Du kannst es natürlich auch immer in ein Öl mischen und dann die Haut damit einölen. Das ist auch schön beruhigend. Du kannst Lavendelöl auch in ein neutrales Duschgel oder Haarshampoo mischen und hast dann eben auch diese Eigenschaft, dass du dich dann schon beim Duschen, beim Haarewaschen ein bisschen entspannter dann fühlst. Bei Verwundungen, also nicht nur Verbrennungen oder Stichen, sondern auch wenn du eine Schnittwunde hast, dann bietet sich auch eine Mischung an, zum Beispiel mit dem ätherischen Öl Immortelle oder Zistrose, dass du da also in einem bestimmten Mischungsverhältnis dir etwas mischt und das dann pur aufträgst, oder du gibst es in ein neutrales Öl wie Mandelöl oder Aloe Vera Öl zum Beispiel und danach trägst du es auf. Und das stillt dann die Blutung und fördert die Wundheilung. Lavendel ist eben auch toll gegen Juckreiz, wenn du da Probleme damit hast. Eben zum Beispiel auch nach einem ausgedehnten Sonnenbad oder einem leichten Sonnenbrand. Dann kannst du jetzt auch ein bisschen Lavendel in so ein neutrales Aloe Vera Gel auch reinmischen und kannst das auf die Haut auftragen. Das kühlt und beruhigt und regeneriert dann eben auch die Haut. Dieses Einmischen in ein neutrales Öl, wie eben Mandelöl, das ist auch ganz toll, wenn du dir da so eine Mischung fertig machst für den Abend und dann dieses mit Lavendelöl und Mandelöl Mischung dir die Fußsohlen einreibst. Das fördert dann eben auch das Einschlafen. Oder du gibst Lavendel in etwas Meersalz und nimmst abends ein Bad. Du nimmst das Meersalz, damit sich das Öl dann eben gut verteilen kann. Es braucht einen Emulgator. Das wäre also jetzt zum Lavendel da halt zu sagen. Natürlich kannst du dir diese hochwertigen Lavendelöle auch für die Duftlampe nehmen oder für den Duftbrunnen. Gerne auch irgendwie in der Mischung, so dass du dann eben auch eine beruhigende Raumduftmischung dann hast. Jetzt bei dem Lavandaröl zum Beispiel, sieht jetzt nicht mehr schön aus. Hier sieht das Fläschchen, das steht nämlich bei mir an der Waschmaschine. Das nehme ich nämlich manchmal ganz gerne für die Wäsche. Ich gebe es dann ganz zum Schluss in den Weichspülergang hinein und das Wasser rauscht dann mit solch einer Kraft dann dadurch, dass die Öltropfen da dann auch wirklich mitgenommen werden. Und das ist ein schöner Duft für die Wäsche. Das Lavandin bietet sich auch ganz toll an für Putzmittel. Also einen neutralen Putzreiniger
die gibt es zum Beispiel von Sonette, völlig unbeduftet. Und dann kannst du da das Lavanderöl dann eben mit hineingeben. Oder du nimmst einfache Kernseife und machst dir da deinen Putzeimer zurecht und gibst 1, 2, 3 Tropfen Öl dann eben noch dazu. Das ist dann nämlich auch ein guter Tipp gegen Ameisen, andere Insekten. Die mögen das gar nicht. Das hier habe ich auch immer ganz gern beim Camping dabei gehabt, weil die Ameisen das dann nicht so gerne mochten. Dann habe ich ein paar Tropfen eben da verteilt. Das Lavanderöl ist auch viel günstiger als das hochwertige Berglavendel oder Lavendelfeinöl. Was aber total interessant ist, ich habe ja eben gesagt, dass das Lavender eigentlich eher so anregend ist. Es kann aber auch genau so sein, dass wenn du total angespannt bist, dass dann Lavender eine beruhigende Wirkung auf dich hat. Ist schon manchmal komisch, aber das soll wohl so sein. Lavendel wird ja auch schon seit Jahrhunderten gegen Insekten verwendet. Also du kennst bestimmt hier Lavendelsäckchen, da werden dann die getrockneten Lavendelblüten in kleine Säckchen gepackt und dann gibst du die zwischen deine Wäsche. Also erstmal duftet das gut, aber es hat noch den ganz praktischen Nutzen. Gerade bei den Wollsachen soll es eben die Motten auch abhalten oder andere Tierchen, die nicht so erwünscht sind. Das ist übrigens auch ein schönes Geschenk. Wenn du also hier, wie ich, Lavendel im Garten hast, dann kannst du den ja dann auch sammeln, schneidest das ab und lässt sie trocknen und dann kannst du daraus eben Lavendelsäckchen machen oder, was auch schön ist, das sind so selbstgenähte Augensäckchen aus Traubenkernsamen oder Johannisbeerensamen, die gibt es auch, und ein paar Blüten dann da mit rein und dann, dass sich dann beim Meditieren oder beim Yoga dann zum Schluss, beim Shavasana, eben auf die Augen legen. Das ist auch sehr schön. Ja, das war es jetzt erstmal über Lavendel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß im Garten, wenn du einen hast. Oder beim Mischen eines sehr schönen Öls. Also man kann so viele tolle Sachen mit den Ölen machen. Wir haben ja bei uns im Shop auch einige Bücher, wo es wirklich viele Rezepte gibt, entweder gegen Erkältungen, also eigene Hausapotheke, Kinderkrankheiten oder eben auch einfach so schöne Sachen wie Körperöle, Badesalze, solche Sachen. Okay, das war's jetzt. Bis gut. Tschüss.